Nirgends könnte man dies besser als auf Londons berühmter Savile Row. Jener Straße im Stadtteil Mayfair, in der die Herrenschneiderei eine fast 400-jährige Tradition hat. Sich hier einen Anzug zu kaufen, ist ein Gesamterlebnis, wie zum Beispiel bei Chester Berry, Nummer 19 Savile Row. Hier ist der Kunde mit seinen Wünschen wirklich König, meint Designchef Holger Aufenberg. Denn wer mehrere tausend Pfund für einen Anzug ausgibt, der möchte natürlich auch einen Traum wahr werden lassen, den vom englischen Gentleman. Ja, es ist natürlich einer der Hauptattraktionen auch der englischen Schneiderei. Der Begriff Gentleman, das ganze Flair, was drumherum sitzt. Und das ist natürlich etwas, wo der Kunde auch mit hinein investiert im Prinzip. Es ist halt was Besonderes. Es ist das Gleiche wie vielleicht vor ein paar Jahren noch. Man als Frau fährt nach Paris, um sich ein Couture-Kleid anzukaufen. Man fährt nach England, um sich einen Savile Row anzuschaffen. Die Maße dieses Kunden sind im Laden eigentlich schon bekannt. Dies ist nicht der erste Anzug, den er hier kauft. Aber es sollte natürlich überprüft werden, ob er nicht vielleicht an der Hüfte oder sonst wo ein wenig zugelegt hat. Einen auf Maß gearbeiteten Anzug zu besitzen, ist eine Erfahrung für sich. Ich glaube, nicht genügend Männer wissen, wie sich das anfühlt, einen anständig geschneiderten Anzug zu tragen. Einen Anzug, der für dich geschneidert ist. Bei Kleidung von der Stange gibt es immer Stellen, die zwicken oder reiben. Was man aber erst dann merkt, wenn man einmal maßgefertigte Ware probiert hat. Ein Anzug nach Maß kombiniert Bequemlichkeit und Eleganz. Er gibt dir das entspannte Gefühl, wirklich scharf auszusehen. Ob im Job, am Abend oder zu besonderen Anlässen, du fühlst dich glamouröser, selbstsicherer und sexy. Und wer will das nicht? Tja, was immer man im Leben sucht oder als erstrebenswert empfindet, in London, dem Tummelplatz der Superreichen, lässt sich mit genügend Geld garantiert etwas finden.